Hi Leute, neues Video, neues Thema. Heute soll es darum gehen, welche Beckengröße ist denn eigentlich für euch die perfekte Größe? Denn man liest und hört sehr oft den Spruch, größer ist stabiler und es ist immer gut, ein größeres Becken als ein kleineres Becken zu haben. Und wir wollen heute mal schauen, was denn an diesem Spruch dran ist oder was eben vielleicht auch daran nicht wahr ist. Beginnen wir doch direkt am Anfang. Jeder hat für sein Aquarium doch unterschiedliche Wünsche und unterschiedliche Anforderungen, die es erfüllen muss. So kann zum Beispiel für einen so ein kleines 1 Liter Complete Cube vollkommen ausreichen. Der Großteil von euch wird aber wahrscheinlich mit sowas hier beginnen, und zwar ein 60 Liter Denali Cube. Andere haben ein Becken so in der Größe von 200 Litern und es gibt natürlich auch noch sowas wie bei mir im Hintergrund mit 1000 und mehr Litern. Was ist also für euch das Richtige? Wie schon eingangs erwähnt, hört man sehr oft den Spruch, großes Becken ist immer stabiler als ein kleines Becken. Und nach meiner Erfahrung stimmt dieser Spruch so gar nicht, also überhaupt nicht. Welchen Unterschied hat man denn grundsätzlich so ganz grob zwischen einem großen und einem kleinen Becken? Ein kleines Becken ist insofern instabiler, dass man die Mengen, die man reindosiert, um irgendwie zu lenken, sei es irgendein Stoff muss reduziert werden oder irgendein Nährstoff oder was auch immer muss hinzugefügt werden. Die Fische sollen gefüttert werden. Das macht bei so einem kleinen Becken durch das kleine Wasservolumen natürlich einen großen Unterschied. Wenn ich hier einen Esslöffel Futter reinmache, dann wird es dem Becken nicht so gut gehen, denn das ist einfach zu viel. Gebe ich in so ein großes Becken einen Esslöffel Futter, dann steckt es das noch ganz gut weg. Allerdings, wenn man alles immer im angepassten Maße macht, also man dosiert entsprechend so, wie es die Vorgabe vorgibt, was eigentlich jeder meiner Meinung nach können sollte, dann macht es keinen Unterschied, ob es groß oder klein ist. Die Werte, die gehen hier hoch und runter, genauso wie die es im 1000-Liter-Becken oder in einem 1-Liter-Becken machen. Darin leben genauso Korallen, darin sind genauso Korallen, die wachsen, da sind genauso Stoffe, die verbraucht werden, es gibt Schadstoffe, die sich anreichern und es gibt eben auch Probleme. Und da kommen wir auf einen ganz interessanten Punkt. Denn habt ihr erstmal in eurem Becken irgendeine Plage, seien es Cyanobakterien, seien es Glasrosen, eventuell irgendwelche Strudelwürmer oder Kugeleigen, es gibt so viele verschiedene Probleme, die man haben kann. So ein kleines Becken, selbst wenn das Riff nicht passt, kann man relativ einfach neu starten. Man nimmt das Riff raus, nimmt die Korallen raus, lagert sie kurz in einem Eimer, baut es neu zusammen, setzt alles wieder ein und startet neu. Da hat man schlimmstenfalls einen Tag oder zwei Tage Arbeit. Wenn im großen Becken irgendwas nicht stimmt, dann setzt ihr euch mal hin und nehmt alle Korallen raus, nehmt alles an Wasser raus, baut das Riff neu. Dann hat man wirklich Probleme. Aber es muss ja nicht immer ganz so drastisch sein, dass man alles rausnimmt. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass einfach Wasserparameter nicht stimmen. Gerade als Anfänger kann es einfach mal passieren, ich habe zu viel dosiert, habe zu wenig dosiert, habe nicht aufgepasst, habe verschiedene Mittel benutzt, die nicht zueinander passen. Sowas passiert einfach mal. In dem kleinen Becken mache ich relativ einfach 50% Wasserwechsel. In dem großen Becken kann ich natürlich auch 50% Wasser wechseln. Aber ob ich dreimal einen 10 Liter Eimer nehme oder für 500 Liter 50 Mal, da ist schon ein gigantischer Unterschied. Also größer ist in der Hinsicht nicht unbedingt immer besser. Es gibt da halt schon wirklich Einschränkungen. Mal ganz abgesehen davon, ein Meerwasseraquarium kostet viel Geld. Da brauchen wir uns nichts vormachen, es ist teuer. Es gibt natürlich den einen oder anderen Fuchs, der es schafft und ein Becken für wirklich wenig Geld betreibt und auch ergattern kann. Allerdings diese berühmten 10 Euro pro Liter für die Anschaffung der Technik und des Beckens ohne Inhalt sind schon ziemlich realistisch. Und auch die Betriebskosten muss man bedenken. So ein kleines Becken verbraucht relativ wenig Strom im Gegensatz zu den Riesendingern, die sonst so noch im Hobbybereich unterwegs sind. Da ist schon der Strom ganz anders. Und selbst wenn man nur Dosierungsmittel braucht, weil die Korallen halt wachsen und Calcium und Co. verbrauchen, dann ist da eine Menge Geld, was auch da verschwunden geht, was in einem kleinen Becken einfach nicht passiert. Da ist eben das Verhältnis alles kleiner. Aber jetzt spreche ich ziemlich viel darüber, wie positiv doch kleine Becken sind. Es muss ja auch irgendeinen Grund geben, dass es so Leute wie mich gibt, die sich so ein riesen Ding ins Wohnzimmer stellen. Warum?
Nun ja, wenn wir ganz ehrlich sind, in erster Linie, wir wollen alle ein schönes Becken und wir sind alle, oder zumindest ein Großteil von uns, dazu veranlagt zu sagen, größer ist besser. Wir wollen immer mehr und immer mehr und immer mehr haben und so wachsen die Becken auch. An sich müsste es nicht zwangsläufig so groß sein. Es gibt aber einen Grund, wo ich sage, das Becken muss groß sein. Und das betrifft nicht die Korallen, sondern die Tiere, die da drin sonst noch leben, und zwar die Fische. Denn seid ihr Fans von Fischen, dann habt ihr mit solchen kleinen Becken wenig Freude. Denn einen Doktor könnt ihr meiner Meinung nach nicht in ein Becken von 200 Liter einsetzen. Für einen Doktorfisch, je nachdem welcher es ist, sollten schon mindestens 400-500 Liter zur Verfügung stehen. Diese Fische sind groß, diese Fische wollen sich bewegen. Genauso für Lippfische. Lippfische sind wahnsinnig aufgedrehte Tiere. Die brauchen Raum, um sich zu bewegen, selbst wenn sie nicht besonders groß sind. Da habt ihr einfach Probleme in so kleinen Becken. Da passen in erster Linie Fische rein, die ziemlich statisch sind, die sich nicht großartig bewegen. Und viele Leute wollen eben dann doch das Bewegende im Becken haben, neben den Korallen. Also sollte es schon ein großes Becken sein. Dazu, ein großes Becken ist auch eine Art Herausforderung. Und manch einer, der sucht auch immer die Herausforderung. Und so ein kleines Becken zu betreiben, ist auch nicht einfach. Auch da gibt es viele Sachen, auf die man aufpassen muss. Allerdings bei dem großen Becken gibt es halt eben doch immer mal Probleme. Und diese Probleme kosten dann viel Zeit und sind eine echte Herausforderung. Ein Punkt, der mir auch immer noch ziemlich wichtig ist, ich sehe nur wenige kleine Aquarien, die besonders gerade auch in SPS oder High-End-Richtung getrieben werden. Es gibt sie, ohne Frage, absolut, es gibt sie. Aber häufig sind halt die kleinen Becken auch Einsteigerbecken. Warum? Warum sieht man so wenige von diesen kleinen Becken, die Richtung High-End-Tiere geht? Oder zumindest auch Ausstattung nicht, aber zumindest Tiere und Korallen. Nun ja, wenn ihr einfach nur mal bei mir im Hintergrund schaut, wie groß so eine Koralle wird und wie groß eventuell auch gerade eine SPS wird, da passt in solch ein Becken, und das sind halt mit 60 Liter schon große Nanos, da passt einfach nicht besonders viel rein. Ihr habt dann da zwei, drei Akkros drin, die eben so groß werden, und dann ist das Becken fast voll. Also braucht ihr dafür zwangsläufig mehr Platz. Das ist dann einfach mit so einem kleinen Becken schwieriger. Da kann man dann Weichkorallen gut reinstellen, denn immerhin die bewegen sich angenehm, die sind nicht so anspruchsvoll in den Wasserparametern und überhaupt in der Technik und haben eben nicht so hohe Anforderungen. Da kann man toll LPS reinstellen, die dann eben langsam wachsen. Das passt gut. Allerdings so eine SPS, die wächst für gewöhnlich etwas schneller, etwas zügiger. Da ist einfach ein Nanobecken mit SPS zu betreiben einfach deutlich schwieriger. Aber eingangs habe ich ja erwähnt, wir wollen schauen, welches Becken denn für euch passt. Es gibt also verschiedenste Größen. Ich ordne diese jetzt einfach mal in Nanos, also alles unterhalb von 100 Litern. Damit würde dieses Becken da reingehören und es gibt auch 20 oder 10 Liter Meerwasseraquarien, das geht auch. Es gibt selbst eben hier ein 1 Liter Meerwasseraquarium. Allerdings, die zählen dann schon zu Picos und die würde ich jetzt einem Anfänger auch nicht unbedingt an die Hand geben, weil das wirklich sehr fitzlig sein kann und schwierig in der Handhabung. Wem empfehle ich also so ein Nano unter 100 Liter? Alle denen, die erstmal in das Hobby überhaupt reinschnuppern wollen, die einfach mal gucken wollen, ist das überhaupt irgendwas für mich, macht mir das überhaupt Spaß? Und für die Leute, die einfach Platzmangel haben. Es kann ja durchaus sein, dass man einen, klar, vollen Haushalt hat und man hat einfach nicht den Platz für ein 2, 3, 4, 5, 600 Liter Aquarium oder man hat einfach gar nicht die Voraussetzungen, weil der Boden beispielsweise in einem Holzhaus das Gewicht einfach nicht tragen kann. Aus diesen Gründen würde ich diesen Leuten auf jeden Fall dieses Nano empfehlen. Auch dafür kann man viel Geld lassen, allerdings kriegt man auch sehr viele, die ihr Hobby auflösen oder sich vergrößern. Denn eben genauso wie ihr in diesem Falle möglicherweise mit einem Nano-Aquarium anfangen würdet, genauso tun das andere und vergrößern sich dann schnell. Da könnt ihr ziemlich günstig Technik und ein Becken eventuell sogar mit Besatz übernehmen. Das ist dann schon wirklich eine tolle Sache und ihr könnt mit wenig Geld einmal in das Hobby reinschnuppern. Dann gibt es die mittleren Aquarien.
Da zähle ich alles so zwischen 100 und 300 Litern rein. Das ist meiner Meinung nach das perfekte Becken, wenn ich einem Anfänger sagen sollte, was soll er kaufen. Ich würde immer Becken in dieser Größe empfehlen. Warum eigentlich? Nun ja, dafür habe ich einen relativ einfachen Grund, denn diese zwei oder über 100 bis 300 Liter Becken sind meistens so ein guter Kompromiss aus allem. Sie sind noch nicht riesengroß, mit 1 Meter mal 50 für gewöhnlich in der Grundfläche. Das ist ein Platz, den hat irgendwie jeder in seiner Wohnung noch frei. Zudem kann man in diesem Becken dann schon anfangen, erste bewegliche Fische zu halten, sowas wie ein Gramma-Loretto oder eventuell auch schon Kaudernis. Das sind dann schon, und Nemos zum Beispiel eben auch. Und das ist eins der Gründe, warum viele sich ein Meerwasserbecken anschaffen. Zudem sind Cubes gar nicht so einfach zu beströmen, also diese kleinen Nanos, eben wie dieses hier, wenn sie wie ein Würfel aufgebaut sind. Das ist recht schwierig, darin eine saubere Strömung hinzukriegen. Die über 100 bis 300 Liter Becken, diese mittlere Kategorie, die sind meistens rechteckig und es wird einfacher für euch, wenn ihr links und rechts an den Seiten Strömungspumpen setzen könnt. Zudem gibt es meist für diese Beckengrößen auch eine große Auswahl an verschiedenen Lampen oder überhaupt Technik, die ihr verwenden könnt. Häufig habt ihr ab dieser Größe auch ein Technikbecken zur Verfügung. Das muss man natürlich nicht haben. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Allerdings, es macht meiner Meinung nach das Leben leichter und das Becken schöner, denn es ist ja ehrlich gesagt ein Designobjekt und eine Verschönerung des Wohnraums. Dann gibt es natürlich noch die großen Becken, die mit 300 plus Liter und dann eventuell irgendwann auch die sehr großen Becken. Wen würde ich denn sowas empfehlen? Nun ja, wollt ihr in der Meerwasseraquaristik einsteigen und ihr seid euch direkt sicher oder ihr habt einen besonderen Faible für Fische, weil die einfach euch besonders gut gefallen, das kann ja sein, dann habt ihr gar nicht mal den Augenmerk wie der Großteil der Community derzeit auf Korallen, sondern eben auf Fisch. Aber wie schon eingangs erwähnt, Fische wollen sich bewegen, also benötigt ihr Platz. Und wie gibt es Platz? Ein größeres Becken. Und so ein Becken 400-500 Litern, da hat man dann schon wirklich Auswahl an Fischen. Da gibt es dann schon einiges an Lippfischen, da gibt es dann wie gesagt schon kleinbleibende Doktoren, die man gut drin halten kann. Darin kann man diese schönen Farnbarsche, die ihr hier gerade im Hintergrund sehen könnt, auch schon halten in einem 500-Liter-Becken. Es gibt einfach ein bisschen mehr Auswahl. Zudem technisch natürlich auch noch kein Problem. Technisch wird es dann wieder problematisch, wenn man über die 700 oder 1000 Liter hinausgeht. Da gibt es natürlich auch noch viel Auswahl, aber es wird schon wieder schwieriger, wenn man dann anfangen muss, mit mehreren gleichen Geräten kombiniert zu arbeiten, gerade was zum Beispiel das Licht angeht. So viel also dazu. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, in welche Kategorie ihr passt oder wie groß denn eigentlich euer erstes Becken war oder wie groß euer jetziges Becken ist. Vielleicht auch einfach, welche Becken ihr zwischendurch hattet, welche Größen, wie habt ihr euch vergrößert? Das würde mich einfach mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über eure, ja, Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.